Okay, ich habe jetzt hier. Was hat der für eins? Fluch des Verschwindens! Fluch des Verschwindens! Das ist die beste Verzauberung der Welt! Diamond! Was? Jo. Knackum! Wir haben heute vorgesorgt, Freunde. Herzlich willkommen zu Hart aber Herzig mit Henno. Und Sterzig. Das war falsch, nochmal. Herzlich willkommen zu Hart aber. Herzlich willkommen zu Hart aber Herzig. So. Mit Henno und Sterzig. So rum, nämlich. Ja, letzte Folge, was haben wir da gemacht? Wir haben viele Vorbereitungen getroffen, wie ihr es schon mitbekommen habt. Damit wir jetzt bald auch in den NESA können, ne? Denn der NESA, der ist voller Gefahren. Und wir brauchen natürlich genug Rüstung. Und das haben wir in der letzten Folge eigentlich ziemlich gut gerockt. Wir haben herausgefunden, dass die Schutzverzauberung, vor allem Schutz 4 dann letzten Endes, am meisten Sinn ergibt für Rüstungen. Und da haben wir ein bisschen drauf gegrindet. Wir haben viele andere Herausforderungen gemeistert, wie zum Beispiel Feather Falling zu bekommen als Buch durch so einen Bibliothekar. Und ich glaube, was haben wir noch bekommen als Buch? Dass der Bogen die ganze Infinity. Zeit ballern kann. Infinity. Infinity haben wir auch als Buch bekommen. Und heute steht an, dass wir für unser Schwert noch Schärfe 4 kriegen. Schärfe 5, wenn nicht sogar. Und dann eigentlich nur noch die ganzen Verzauberungen auf unsere Sachen raufzuknallen. Und wenn wir das haben, Freunde, dann geht's rein. Willst du noch ein Wort verlieren, bevor es reingeht? Ich freue mich auf die heutige Folge. Es ist wahrscheinlich gerade der Moment in diesem Projekt, wie zum Beispiel in Herr der Ringe, als die Rohirrim sich gerüstet haben, Aragorn sein krasses Schwert bekommt und in dem Zelt sich so ausrüstet und alles. So im Prinzip. Ranbindet und sich herrichtet und dann losreitet. Ja, ja, ja. Wir bereiten gerade die Verteidigung von Minas Tirith vor, quasi. Gondor antwortet. Nee, Rohan antwortet. Rohan, Digga. So, nur dass wir halt hart aber herzig mit Henno und Sterzig sind. So, genau. Also mein Tuch ist voll. Ich, warte, Timer. Oh, das ist nass. Sekunde, Timer stelle ich. Muss das Handy auch immer weit weglegen. Ja, ja, besser ist das eigentlich, ne? Besser ist das. So, eine Stunde. 3, 2, 1, rein. Okay, go, so. go, Push-Echse. Push-Echse? Ja, Eco. Tower Dive. Haben wir alles? Läuft alles? Perfekt. So, wir sind wieder da. Ich mach die Brille wieder nach oben, ansonsten überlebe ich das heute nicht hier. Alrighty. So, wie war's nochmal? Genau, ich hatte Rückstoß und Schwung. Also, wir müssen leveln. Ja. Holz hacken. Ja. Und verzaubern. Genau, wir haben hier nochmal Federfall im Dingsmus. Das kannst du dir auf deine Rüstung ballern. Ja, ich muss mir erstmal einen neuen Diamant-Harnisch craften. Oh, die Bumsen! Sehr gut. Wir brauchen einen neuen Bibliothekar für Schärfe 4 oder 5. Ja. Und ansonsten verzaubern wir heute und leveln, um verzaubern zu können. Also, ich brauche einen neuen Diamant-Harnisch, weil da ist ja Explosionsschutz 4 drauf. True. Das heißt, das ist jetzt das Erste, was ich mache. Diamanten haben wir oben, oder? Diamanten haben wir, glaube ich, noch so 11 Stück jetzt oben. Wir könnten halt auch nochmal überlegen, in die Mine zu gehen, aber da weiß ich nicht. Nö, ach, so lange es nicht nötig ist. Ja, ja. Also, wir haben jetzt. Ich muss halt zum Beispiel auch noch einen neuen Helm machen, glaube ich. Ja, da hast du letzte Runde richtig reingeschissen. Nicht auf mich gehört, Digga. Du! Ja. Ja. Du! Ja. Juli, dann würde ich jetzt noch mal kurz gucken, dass ich ein paar. Du hast Plünderung auf deinem Schwert, ne? Ich habe das Gigaschwert. Verbrennung, Plünderung, Schwungkraft 3. Geil. Dann borg mir mal dein Schwert. Dann werde ich die Kühe boxen. Und ein bisschen Leder grinden. Okay, wofür? Plünderung gibt mehr Leder.
Okay. Quasi. Soll ich dann nochmal, ja, dann muss jetzt einer... Ich hab dir so dein Schwert abgefuckt. Scheiße. ja, dann gehe ich halt wirklich nochmal minen, meinen. Wie viele Diamanten haben wir denn noch? Weil wir haben noch 3 und du brauchst für den Helm 5. Hm. So, das heißt, ich gehe jetzt nochmal kurz runter. Hattest du nicht damals noch so einen Traum, wo du... Ja, aber da habe ich schon nach gesucht. Hm. Also, am Ende des Tages bringt mir das ja auch Level. Ich finde das jetzt gar nicht schlimm, wenn ich kurz meine. Ja, dann mach das. Ich werde mich einfach drum kümmern. War jetzt nicht die effektivste Variante, aber... Ja, nein. Ich werde mich einfach darum kümmern, dass wir noch ein bisschen dass wir Schärfe kriegen. Und, genau, du trainierst den Bibliothekar und parallel leveln wir beide. Weil wir brauchen jetzt Level zum Verzaubern. Zumindest halt, um jeden Gegenstand einmal auf den Verzauberungstisch zu legen. Ja. Ne? Und da brauchen wir ja immer Level 30. Oder, ja, so Tendenz. Weißt du, was crazy ist mit deinem Schwert jetzt? Wenn ich eine Kuh töte, weil du Verbrennung drauf hast, gibt's direkt Steaks. Echt? Jo. Okay, das ist richtig. Das ist Poggers. Ich habe jetzt gerade 49... Ich habe nur ein paar Kühe eigentlich getötet, habe jetzt 49 Leder und irgendwie 64 drüber Steaks. Ja, schön. Schmeckt. Das ist Poggers, ey. Warum sage ich das eigentlich immer so häufig? Weiß ich nicht. Irgendwie ist gerade so dein Ding, ne? Ich weiß auch nicht. Poggers. Aber ich finde es gut, wenn die Leute immer so ihre Phasen haben. Zum Beispiel Niklas Kolotz, der hatte mal eine Phase, wo er immer Sweet gesagt hat. Sweet. Das ja, die hatte mein Bruder auch mal, fällt mir gerade auf. Ja, yeah, ja. Yeah. Das sind so diese Füllwörter, die man dann mal komplett abused. Ja, sweet. Zum Beispiel. Ich pack dein Schwert oben in die Kiste wieder. Sehr gut, das freut mich. Sweet. So, hier ist schon mal Kohle, ich bring ein bisschen EP. Schmeckt. So, was wollte ich denn machen jetzt? So, ich wollte das Essen hier erstmal reinhauen, weil ich nicht so viel brauche. So, wir haben jetzt 49 Leder. Also, das ist halt wirklich heftig. Sag mal, ja. Wenn man Obsidian abbaut, ne? Ja. Bringt das auch Level? Nein. Warum nicht? Es bringt einfach nichts. Aber es ist doch ein krasses Material, was man abbaut. Nee, ist kein krasses Material. Bumm. Nee, ist schon scheiße eigentlich. Also es bringt dir halt nichts, außer das Tor halt zu basteln. Naja, und Verzauberungstisch. Ja, aber das bringt nichts. Na gut. Aber es braucht übel lang, um abgebaut zu werden. Ist halt hochwertig, Digga. Yes. Weißt du, wie lange es dauert? Nö. 15 lange. Sekunden. Was ist denn? Das ist ja 8 Jahre umgerechnet. Ja. Ja. Also. Ja. So, ich habe jetzt nochmal 3 Lesepulte gemacht. Ich werde jetzt einfach genau das nochmal machen. Ich finde das eigentlich mal, ist halt so ein kleiner Gäbel für zwischendurch hier. Geht mal weg, Leute. Geht mal weg. Ich lese es dir einfach wieder vor, ja? Dann kannst du ein bisschen mitfiebern. Geil. Und dann können wir ein Intro vielleicht machen. Behutsamkeit! Nein, ist scheiße. Behutsamkeit! Ich werde jetzt einfach alles richtig euphorisch vorlesen. Schön. Dann können wir vielleicht ein Intro machen. Das erste. Wollen wir ein Intro machen? Was so richtig, also sowas wie Behutsamkeit, was richtig useless und scheiße. Ja, aber lass uns irgendwie. Ich hab das Tor aufbekommen! aufgemacht. Nee, schon bei so einem Gamble-Ding, das ist schon. Ich finde das schon sehr. Zug 1! Ja, genau, so. Ja, aber lass uns das gleich machen. Aber also, irgendwas, was auch richtig. Ja, richtig was lange ja, es gibt so ein, braucht. Es gibt so einen Fluch. Fluch des Verschwindens, das ist richtig kacke. Ja. Es bringt gar nichts und ist auch wirklich echt einfach Trash. Das ja, ich habe Lapis Lazuli gefunden. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Oder so Kohle. Kohle! Ja, ja. Ja, farm du einfach mal Kohle und dann später kommt dann einfach noch dazu, so, yo. Ja, okay. Ja, Ehre. Jetzt kommt mal her und nehmt euch den Job. Ja, die lungern hier vorne wieder rum. Und nehmt euch... Ja, die haben, glaube ich, immer schon wieder keinen Bock. Nehmt euch den Job. Ich bin gerade einfach nur happy, dass das Auto hier war. Ich auch, aber es ist auch richtig voll. So wie ich. So wie ich. Okay, wie viele? Ach, wir haben ja noch 2 Kinder. Okay. Out of context klingen solche Aussagen immer super. Ja, wir haben noch 2 Kinder auf Vorrat. Na gut. Ja, auch was hast du eben gesagt? Na egal.
War auch gut. Ja? Ja, also, ja. Hast du ein bisschen abgesmiled in der Situation? Ja, ja, schon. Schon, geil, schon, geil, schon. Geil, geil, geil. Sehr, sehr schön. Ein Skelett, Digga. Bist du ein bisschen abgesmiled? Ja, wir müssen jetzt, Ja, warum? Ah ja, Diamond, genau. Warum wollen die Joblosen hier keinen Job? Frag ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich werde so ein bisschen. Also, das Ding ist, wenn wir jetzt alles verzaubert haben, dann werden wir höchstwahrscheinlich, weil wir krass sind, ja, 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 nie wieder mit Villagern interagieren müssen. Das ist irgendwie schade. Ja, das sind halt unsere Kiddies, unsere Kinder. Wir unsere Homies, gezüchtet. Unsere Zucht, unsere Brut. Hm? Oh, da kam noch ein Kind. Gleich macht's plopp. Okay. Ja, also das Hauptproblem irgendwie letztes. Das war jetzt kein Problem, aber was ein bisschen nervig ist, dass sie halt wirklich so lange brauchen, um erwachsen zu werden. Das ist halt legit ein wenig nervig. Ja. Kannst du so lange leveln? Ja, also, wir müssen ja eh leveln. So Holz hacken oder. Was sind noch safe Methoden zum Leveln außerhalb des Nethers? Ich meine, gut, wir können auch mal uns mit traden. Zombies prügeln. Ja, ich sag mal, wir könnten uns mit Zombies prügeln. Ach, du kannst Mohrrübenfeld auch noch mal erweitern. Schnellladen 1! Oh, die gehen alle schlafen. Soll ich dann hochkommen? Das wäre super. Hier liegen wieder zwei. Guck mal, hier liegt der Papa mit seinen zwei Kindern im Bett. Wie schön. Wie schön. Irgendwas wollte ich gerade noch. Oh, ich würde mir noch mal. Meins ist nämlich leer. Ja, ich hab schon. Oh, nee, ich hab es mir ein. Oh. Alles gut? Ja, ja. Ist halt überall das Zeug, aber kennst du ja. Ja. Überall. So, Leute. Wo ist noch ein Bett frei? Ah, hier, super. Muss Papa später sauber wischen. Optifine ist verfügbar. HD Ultra und G7. Stimmt, ja, vielleicht sollten wir es mal installieren. Na, vielleicht auch nicht. So. Alle stehen auf. Alter, ist einfach so nice. Also wer auch immer, das Schärfe 1. Ja. Damit könnten wir es halt craften, aber es braucht halt irgendwie viel Level. Lass mal lieber. Nee, es soll ja sogar, glaube ich, billiger dann irgendwann sein, ne? Oder irgendwie. Oder Schwunghaft so. 3. Ja, haben wir auch nice, aber wir brauchen jetzt vor allem Schärfe. Ich hab's ja auch schon, stimmt. Ja, brauchen wir nicht. Alter, die drehen uns hier. Schmutz. Die drehen uns hier Schmutz an. Aber Leute, immerhin baue ich's mit einer Axt ab. Das ist positiv. Das hat mich so getriggert. Ich will nicht wieder in Rant-Stimmung verfallen hier, aber du weißt ja. Ja, anstrengend. So. Scheiße, jetzt hätte ich Kohle gefunden. Nee. Der kooperiert aber gerade richtig hart. Ja? Ja, ja. Der nimmt hier Jobs ohne Ende an, der eine. Ein Taugenitz? Nicht? Nee, nee, der hat Bock. Aber er bietet nur Müll an gerade. Das ist nicht feierbar. Ja, ist doch gut fürs Intro. Ja, aber ich will den Fluch haben. Aber lass auch so richtig tun, als würden wir das ernst meinen. Ja. Oh mein Gott, ich hab's. Okay, ich hab jetzt hier. Was hat der für eins? Fluch des Verschwindens! Fluch! Das ist die. Das ist die beste Verzauberung der Welt! Diamond! Was? Smaragd, Bruder. Oh. Gut. Das ist halt wirklich. In dem Moment sehe ich da Diamonds, Moment. Was? Das ist so dumm. Schön. Was? Du halb verschluckt? Ja, ja, ich habe gerade richtig gespuckt in dem Moment. Das halt. Ich habe richtig gesabbert. Geil, kommt auf Thumbnail. Das Sabbern? Oh, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Können also am Ende noch mal, hast du doch weißt du was, oder? Wir machen am Ende der Folge noch mal so ein paar Thumbnail-Bilder, wo wir einfach in die Kamera gucken. Ja, dann nehmen wir die Leute einfach mal mit, wie sowas gemacht wird. Ja, ja. Würde ich einfach zum Abschluss machen. Ja, gerne. Wasseraffinität, ey. Es alles so Müll. Das ist so die gleiche Energie, wie wenn ein Streamer onstreamt sagt, so, ich mache jetzt kurz ein YouTube-Video. Ja, ja. Moin, Leute.
Stärke 5. Hier sind Igel, die greifen mich an. Igel? Ja, was ist das? Sind die gefährlich? Ach, das sind die, die sind nicht wirklich gefährlich, aber sei lieber vorsichtig. Die beißen halt. Das sind diese kleinen Silberfischchen. Was zum was ist das? Ich find's witzig, weil, dass du das jetzt erst siehst, das erste Mal siehst. Die erscheinen nicht mehr. Es ist etwas, was ich, wovon ich noch nie gehört habe, was ich noch nie gesehen habe. Und es greift mich an. Ja, ja. Ja, ach so, ja, entspann dich, die. Ja, entspann dich, die sind halt echt nicht so. Ne? Alter. Nochmal Junge. Federfall 4. Schlechtchen. Alles richtig, halt die. Nochmal Fluch des Verschwindens! Oh mein Gott, ja! Yes. Einfach irgendwie 3 Minuten lang nur im Kurs von uns. Einfach 3 Minuten, wie wir irgendeine dumme Scheiße. Sog 2! Ich hab Kohle. Ja. Schön. Mann, ich will Level 30 werden. Ich will endlich Schärfe. Feuerschutz 4. So, Schlückchen. Schlückchen. Ah ja, ne? Oh ja, warte, ich knack nochmal. Oh, Knackung. Oh, ich mische es mit dem anderen Zeug, was ich noch da drin hatte. Gönn dir. Oh, ist wieder was ein bisschen daneben gekommen hier. Oh nein. Das Ding ist, ich kann auch nicht meine Finger ablecken, weil noch überall Farbe dran ist. Ah, Lava. Doch, wirklich. Alter, hier laufen jetzt überall noch Kinder rum, ey. So geil! Alter, richtig viel Lava. Ja, ich glaube, ich habe den die Brote, ich habe ein bisschen übertrieben. Nee, alles gut. Es muss nachproduziert werden hier. Ja, aber die Hütte bricht aus allen Nähten. Wie macht denn? Deswegen haben wir es unter der Erde gebaut, ja? Wir können es auch noch erweitern. Eingefärscht auf ewig. Uruks! Sehr witzig, hätten die so eine Uruk-Textur. Jo. Wir machen dann Plünderung 1. Mann, ich will Schärfe, bitte! Das ist eine geile Aufgabe, die du da hast. Ja, oder? Wie geht's bei dir voran? Ich kann ja mal ein bisschen zu dir schneiden auch. Ey, bei mir ist. Ich weiß nicht, ob du es sehen willst. Bin ich early. Ist, glaube ich, ein bisschen interessanter, oder? Also, man kann ja mal hin und her schalten ab und zu. Jo, Sterzig aus dem Editing, das machst du auch gerne, Digga. Musst du wissen, Digga. Ich habe meine Axt weggeworfen. Spitzhacke. Spitzhacke. Sag mal. Ja. Gothic. Ja. Ist seit 20 Jahre alt geworden. Mhm. Hast du das eigentlich jemals gespielt? Du bist Gothic? Ja recht jung. Ja. Ist ja so fast so alt wie du. Also, ich glaube, damals war bei mir so. Damals? Da warst du ein Jahr alt. Ja, ja, aber. Zwei. Ich meine, damals, wo es dann mit Zocken losging. Ja. Da hatte man ja jetzt noch nicht so viele Spiele zur Verfügung. Es waren so Spiele, die Mama mal vom Flohmarkt mitgebracht hat. Ja, ja, also auch bei mir muss ich sagen. Schon wieder diese ekligen Viecher. Damals. Ja. Alles gut. Letztendlich, was mich begeistert und was ich cool finde, ist daraus entstanden, was für Freunde ich zufällig in meinem Leben hatte, die mich damit in Verbindung gebracht haben. Also ich habe super viel Games, sowas wie Age of Empires 2, Siedler 3, Dungeon Keeper, immer nur über Freunde, weil ich hatte nie einen krassen PC, als Kind oder Teenager und war immer sehr darauf angewiesen, bei Kumpels zu hocken und da zu zocken, tatsächlich. Ich hatte tatsächlich, ja. Also wie gesagt, bei mir war es auch so, Mama, ich hatte halt eine PlayStation 2. Gothic auch, durch einen Kumpel. Ich hatte eine PlayStation 2 und da war dann immer so, ja, Mama, bring mal ein Spiel mit. Und damals war es halt dann das erste Oblivion. Oblivion. Oh, das erste? Oder eins der ersten. Morrowind wahrscheinlich. Sehr gut, ich weiß halt, ja. Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr. Aber das Elder Scrolls Oblivion gibt es, ja. Ja, ja, das habe ich gespielt. Ja, das ist der 5. Teil. Ja. Okay, ja, von das war halt ist übel alt. Aber das war geil, Alter. Jo, und das habe ich auch richtig viel gespielt.
Ich hab's nie verstanden so wirklich. Damals war das ja eine ganz andere Geschichte. Es gab keine Influencer oder keine Twitch-Streamer, die zum Release... Also das Ding ist, aktuell kriegst du ja auf Twitch jeden Release von einem krassen Spiel mit. Ja. Weil alles streamt. Weil wenn das Spiel relevant ist, deckt man es ab als Streamer. So. Also viele auf jeden Fall, ne? So, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Und früher war das halt... Ja, gab es keine Streamer. Ja. Früher war das halt eher dann etwas über die PC-Games, GameStar, Spielebild, Computerspielbild und so weiter. Gab es noch viele andere Zeitschriften. Und da waren dann Demo-CDs mal dabei oder so. Das habe ich nie gemacht. Aber selbst da wurden ja auch nicht alle Spiele abgedeckt und so weiter. Ja. Und nicht jeder, der Computerspiele gespielt hat, hat sich diese Zeitschriften gekauft, so, weißt du? Das heißt, es war total normal, dass man einfach in irgendeinen Laden geht, zu Saturn, Mediamarkt, Spielepyramide oder zu einem E-Center, Real oder E-Center so. E-Center war es bei mir. Genau. Und da guckt man einfach, was gerade, was es gibt. Was da so drin steht. Und, dann liest man sich die Rückseite halt durch. Ja, ja. So. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, welche Klasse, aber muss ja das Jahr gewesen sein, wo es rauskam. Ich bin zum Edeka gegangen, damals in Salzgitter Bad. Ich habe in der Nähe vom Bahnhof gewohnt. Bahnhof, es ist eine Zugstrecke. Also, und also einmal hin in jede Richtung eine halt, ein Gleis. Und auf der anderen Seite gegenüber war ein fettes E-Center. Gibt es auch immer noch. Und da bin ich dann immer rüber und hab geträumt und hab mir Spiele angeguckt und dachte mir, oh, wie geil wären die und dieses und jenes. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, konnte ich mir sowas auch mal leisten und hatte dann auch meinen ersten PC und so weiter. Und ich erinnere mich, es gab Sommerferien, ich bin ins E-Center, erster Tag gegangen und hab einfach in den Spielen gestöbert und wollte mir eins kaufen. So, und da gab es Elder Scrolls Oblivion. Und ich hab mir es durchgelesen und das war für mich einfach, das klang wie ein feuchter Traum. Und da habe ich mir das gekauft und habe das angefangen zu spielen und startet in dieser Kanalisation, baut da seinen Helden und ich dachte nur, Alter, ich glaube, ich träume, das ist so gut, das ist so geil. Ja, also man hat Spiele aus dem Nichts entdeckt. Das war krass, das ist heute gar nicht so, glaube ich, nachvollziehbar. Aber also Gothic, bist du nie drauf gestoßen? Nee, Gothic bin ich einfach irgendwie nie so drauf gestoßen, ja. Ja, aber ich habe nur Gutes gehört. Ja, ich glaube, jetzt heute damit anzufangen, ist, glaube ich, nicht das Gleiche, ist wack. Weil... Ja, das kannst du halt heute laufen. Damals war es halt krass, damals war weißt es Weißt du, was Meilenstein. Ich damals... Was, ja? Was ich damals so geil fand an so Gaming ohne YouTube und so, dass man einfach sich mit dem Spiel komplett selbst beschäftigt hat. Weil heute, wenn du nicht weiterkommst, guckst du dir so ein Tutorial an oder bei Collectibles, so alle Collectibles und es übrigens nachts wäre geil, wenn du hochkommst. Und damals... Ich bin oben. Und damals, weiß ich noch, mit meinem Bruder zusammen Komplettlösung. Vor der Nintendo, haben wir versucht, die Level zu schaffen und kam halt nicht weiter und dann hast du über Wochen, also gefühlt waren es Monate, aber es waren locker bestimmt so 2 Wochen oder so, versucht da irgendwie weiterzukommen und hast dann irgendwann die Lösung nach 2 Wochen gefunden. Das war schon teilweise Vor allem heutzutage, wenn ein Spiel einfach nicht benutzerfreundlich ist, anfängerfreundlich oder sonst was, die Leute haben ja auch keine Geduld mehr, da wird das auf Steam umgetauscht und fertig. So, dann zockt man was anderes, weil das Angebot so vielfältig ist. Aber damals, da hast du dein Taschengeld von 2-3 Monaten im Edeka ausgegeben, in meinem Fall, und musstest damit leben. Du kannst es nicht einfach umtauschen, weil es dir nicht gefällt. Das Witzige ist, ich hatte... Und dementsprechend, ganz kurz noch, als Schüler, der halt jetzt kein Einkommen hat oder so, hat man dann damit gelebt und musste das Maximalste selber aus diesem Spiel rausfinden. So, aus eigener Kraft. Aber das war irgendwie war es auch geil deswegen. Der Anspruch, dieses Spiel zu spielen und auch durchzuspielen, war halt auch ein ganz anderer irgendwie als heute. Man wollte wirklich das Maximale dann für sein Geld halt rausholen. Nochmal Unendlichkeit. Ich erinnere mich, als Gothic 3 rauskam, das war übelstes Cyberpunk, der Release, da sind aber ein Kumpel und ich dran geblieben. Ja, wir haben das akzeptiert, dass es hardcore verbuggt war. Viele machen das ja auch heute noch. Und
Ja, da, also bei Gothic 3 waren es halt wirklich game-breaking Bugs, also die Story konntest du nicht weiterspielen dann und so, das war schon echt heftig. Aber wir haben dann einfach immer wieder einen neuen Spielstand gemacht, immer wieder, immer weiter und so, ja. Haben dann halt den Rest, ist ja Open World, deswegen, wenn die Story nicht vorangeht, gut, dann gehst du halt dann erstmal woanders hin. Wir waren ja auch nicht so anspruchsvoll und fanden einfach die Welt geil und wollten das entdecken. Auf jeden Fall, der hat ein fettes Handbuch, also nicht Handbuch, so ein Komplettlösebuch. Ja, ja. Aber ein richtiges Buch, so ein richtiger Schinken. Und da waren damals zum Beispiel alle Rezepte von den ganzen Waffen und so weiter drin. Hole! Was? Nein! 2, 3, 4, 5, Alter, das hört nicht auf! Du laberst! Lüg mich nicht an! So reicht, oder? Ja. Ja, das hängen wir einfach hinter noch. Ja. Machen so ja, richtig viele Reaktionen. Ich wollte es einfach angeboten haben. Ja, ist gut Auswahl zu haben. Einfach so random. Ja, also. Ja, ich fand früher als, wenn man als Kind noch gezockt hat und man hatte nie Geld und auch irgendwie kein PC zum Googlen und so, einfach das Spiel gezockt, egal wie schlecht es oder wie gut es war. Ja, auch einfach rumprobiert. Ja, einfach komplett rumprobiert. Ich weiß noch, ich es gab Spiele auch so Zelda. Zelda Wind Waker oder. Also die GameCube-Titel bei N64 hatte ich nicht. Ja. Da war ich PC-Kid eher, aber später habe ich mir einen GameCube geholt. Da so dieselbe Spiele gab, glaube ich, 2 oder 3. Wenn man da nicht weiterkam. Gut, damals gab es dann schon Internet, aber auch noch nicht so krass. Ja. Aber ich habe einfach stundenlang rumgerätselt. Stundenlang. Aber das war auch das Geile. Man wollte auch dann einfach weiterzocken irgendwie. Ja, also unbedingt geil war das nicht, würde ich sagen. Aber der Moment, wo man es dann hatte, das war halt. Ja. Ich will jetzt nicht schon wieder Poggers sagen, aber. Das war süß. Sweet. Das war richtig nice. Wenn man es dann irgendwann rausgefunden hat. Ja. Ich habe jetzt zum dritten Mal Federfall 4. Ich breche gleich auf den Tisch. Ist schon der gerade. Schutz 4! Wo du Schärfe 3 auch nehmen würdest? Ich weiß, ich glaube ja. Ich glaube ja. Nochmal Reparatur? Mending? Alter, weißt du, ich glaube, also ich muss jetzt endlich Diamond finden, weil dann würde ich mir, glaube ich, sogar eine Diamond-Axt machen. Nehmen wir Mending? Was war nochmal Mending? Reparatur. Dass wir durch Level reparieren. Also das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, weil wir haben ja nur einen Fight. Ja, danach wollen wir also, ja. Oder fang neu an. Oder fang neu an. Jo, Leute, wir haben es jetzt geschafft, aber wir würden es gerne nochmal machen. Und Intro! Ja, falls wir es halt nicht schaffen. Ja, was du vorhin meintest mit Kumpel, durch den man so Spiele gezockt hat und so. Ich hatte auch mal einen Kumpel. Grüße an Yoshi da draußen. Ne, Yoshi? Hm. Der hatte schon alles. Also der hat Assassin's Creed 1 damals. Diese verwöhnten Kinder. Ja, damals, der hat, ne? Assassin's Creed 1 auf den höchsten Grafikeinstellungen auf seinem Gaming-PC gezockt. Da hatte ich oben in meinem Zimmer in unserem Haus damals nicht mal Internet. Assassin's Creed 1 war so ein heftiger Meilenstein. Als ich das erste Mal gesehen habe, auch von der Grafik her und so, ich war, mindblowing. Davor hat man nur so Banjo-Kazooie, wie der Typ auch überall hochklettern konnte und das halbwegs realistisch war. Das war so insane, das Game. Und ich habe teilweise wirklich nachts als Kind davon geträumt, so den zweiten Teil zu zocken und so, weil der war da schon draußen. Also teilweise wirklich. Krass, ey, du bist halt richtig jung. Ich bin richtig jung. Ich bin jung. Nee, aber Yoshi einfach, er hat mich auch mal mitzocken lassen. Er hatte so eine Xbox. Habt ihr euch immer auch so abwechseln lassen? Ja, er hat mich meistens so zocken lassen einfach. Er hatte gar nicht so Bock, weil er immer schon gezockt hat die ganze Zeit, weißt du? Also es war ganz, ganz weird. Weil ich hatte auch einen Kumpel, der hatte auch immer krassen PC, krasse Konsolen, alles, ne? Ja. Und der durfte auch immer ultra lang zocken. Das ist ja auch so ein Ding. Ja, ja. Ich durfte immer eine Stunde. Wir haben immer meine Mom gefragt, ob wir eine Stunde zocken dürfen. Ja. So, und der war auch so einer, ich habe mich irgendwann immer richtig schlecht gefühlt, aber der war total fein damit, stundenlang nur zuzugucken. Ja. Also, das würde mich tatsächlich stören, wenn ich die ganze Zeit nur zugucken muss. Ja. Aber, mich würde es auch schön. Also nicht, also ja. Ich würde halt gern zocken dann. Also selber zocken. Ja. Vor allem früher war es noch schlimmer, wenn man noch nie, also nie wirklich zocken durfte. Und wenn du dann zugucken musst. Ja, weiß nicht.
5 und 2, voila. Gib mir doch bitte Schärfe. Das ist wirklich bis jetzt die beste Folge, glaube ich. Was ist so dein Kindheitsspiel? Mein Kindheitsspiel? Was du so am krassesten irgendwie, was, wo du denkst, so, das hat mich richtig geprägt oder das fand ich richtig beeindruckend. Und Star Wars Battlefront und Assassin's Creed 2. Star Wars Battlefront Classic quasi. Ja, die klassischen 1 und 2 damals auf der PlayStation 2 habe ich ganz, ganz, ganz viel. So Solo und was Bots. Noch? Und Assassin's Creed. Okay, krass. Assassin's Creed Brotherhood war so, also Assassin's Creed 2, davon habe ich nachts geträumt. Das war auch echt heftig. Also als ich habe halt den ersten das Teil. Das war so gut, das war, der erste Teil ist auch mein Lieblingsteil tatsächlich. Der erste. Der war halt so kacke. Im Nachhinein. Ja, ja, im Nachhinein, im Vergleich, klar. Aber die anderen Teile bauen ja drauf auf. Ja, ja. Aber von 0 auf 100 war der erste Teil einfach die krasseste Steigerung, war richtig am meisten heftig. Mindblowing. Das war der von den Mechanics her, dieses Klettern, was etliche tausende Spiele danach übernommen haben. Jo. Was ja so, die Vorstufe war ja immer bei Prince of Persia, weiß nicht, ob du das kennst. Das haben ganz viele verglichen, als Assassin's Creed rauskam, dass es daran anknüpft, so vom Klettern her. Aber es war ein ganz anderes Level, Alter. Und das war heftig. Die Leute haben es nicht glauben können. Jo, ich habe es nicht glauben können, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das war richtig. Und genau, und zusätzlich muss ich auch sagen, das Setting finde ich so geil mit Kreuzzüge. Das war auch das beste Setting, aber es war halt einfach echt schlecht umgesetzt von Also, es ist halt repetitiv. Retro-perspektivisch muss man sagen, repetitive Scheiße. Aber richtig. Aber ich habe, aber damals war das nicht so schlimm. Nee, habe ich auch überhaupt nicht so wahrgenommen. Ja, jetzt so würde man heute so ein Spiel rausbringen mit dem Stil der Story, würde halt keine gute Wertung bekommen. So. Nee, absolut nicht. Aber das war ja auch eine andere Zeit. Es war halt auch damals wirklich so. Ich habe das Spiel halt gespielt und ich wusste, das gibt es, aber ich hatte ja nie Internet oder so und habe dann irgendwann mal bei Edeka im Ladenregal Assassin's Creed 2 gesehen und ich war so und dann habe ich angefangen so zu googeln auf dem Laptop von meinem Dad und so. Ach so, Black and White 2 habe ich damals auch richtig gegrindet. Oh, auch gut. Richtig auch geiles gut. Game. Und da habe ich dann so gegoogelt und dann habe ich so die erste Mission gesehen. Und davon, von dieser Szene, wo man dann da aus Abstergo, weil du warst ja im ersten Teil nur bei Abstergo da drin, ne? Und warst ja gefangen. Ja. Und die Vorstellung, dass du da dann rauskommst und du kannst dann dagegen Wachen kämpfen und so, das war so krass für mich und davon habe ich tatsächlich nachts teilweise geträumt, dass ich wollte dieses Spiel unbedingt spielen. Ja. Es war auch die Meta-Ebene, war ganz cool mit der Connection zur heutigen Zeit. Ja, das war richtig geil. Irgendwann kamen die Teile, wo es mich genervt hat, wo es nicht mehr schlüssig war und einfach nur noch weird war. Da war es nur drin, weil es in den vorherigen Teilen war. Also ab Revelations quasi, muss ich sagen, war es so ein Stuss einfach nur noch. Ja, genau. Revelations war eh so richtig, du bist richtig hyped auf die ganze Reihe und dann plötzlich Revelations hat mich komplett innerlich getötet. Ja, true. Ich hab's bis zum heutigen Tage 4-mal versucht durchzuspielen. Ich hab's auch nie durchgespielt, tatsächlich. Weil ich mir so dachte, komm, ich hatte auch mal, das ist gar nicht so lange her, ich glaube 2016 oder 17, hatte ich nochmal diesen Anspruch, komm, ich will nochmal alle Teile, die ganze Reihe fortführen, weil ich hatte immer nur bis Brotherhood gespielt und dann halt bei Revelations bin ich immer hängen geblieben und nicht drüber hinausgekommen. Ja. Ich habe es einfach nicht geschafft. Hab's nicht gepackt. Ich weiß aber auch gar nicht genau, woran es fand. Es war einfach so langweilig. Es war halt einfach wirklich nur langweilig, oder? Ich kann mich jetzt an nichts erinnern, was insane. Ja, es war einfach nur Scheiße. Ja. Und? Kommst du schlafen? Gab's das nicht nur für Konsole? War da nicht was? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war sogar. Oder? Naja. Doch, oder? Ich war PlayStation-Spieler, von daher weiß ich das nicht. Ja, ja, und das hat mich, glaube ich, krass gestört, weil das konnte ich dann immer nur auf PlayStation 3 spielen. Einfach nicht gepackt. Ich glaube, das war mein größtes Problem tatsächlich. Dass ich hatte eine PlayStation 3, aber aus GTA-Gründen. Hm. Und hatte dann das Revelations. Ich glaube, das gab es nur für Konsole. Das hat mich so ultra gestört daran. Komm mal hoch, Teile. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das dann geskippt tatsächlich bei diesem neuen Versuch. Hab dann Assassin's Creed 3 zum Beispiel gespielt. Das fand ich wiederum gut. War jetzt auch nicht der Oberhammer. Assassin's Creed 3 fand ich war richtig cool. Aber es war jetzt nicht so bestes Assassin's Creed. Ich fand das ever. Setting interessant. Ich fand's richtig cool. Also ein Story war auch cool, ja. Also nicht so gut wie 1, 2 und Brotherhood. Aber war gut. War ein cooles Spiel. Ja.
Ja, und dann, welcher Teil kam dann? Naja, und dann halt so weiter. Aber Revelations, ich hab's einfach nicht gepackt. Ne? Ich auch nicht. So ein Stoß. Ja, das war auch richtig traurig, weil es war ja... Genau, genau. Dann kamen so langsam die Teile mit so Micro... Transactions und so. Ja, dass du über Handy da irgendwie das verknüpfen musstest und so eine Sachen. Da war ich halt erstmal raus. Das hat mich irgendwie sehr abgeschreckt. Ja, und dann ging das ja los, dass jedes Jahr so ein Teil kam, ne? Dass richtig Triple A richtig wurde. Ja. Ja, und jetzt die letzten Teile waren ja tatsächlich alle sehr gut. Ich finde nicht. Die sind alle richtig. Kamen alle gut an, alle gut verkauft. Also ja, bei, klar, mir, bei mir auf gar keinen Fall mehr. Also Origins war, also mit Ägypten, naja, und so war halt jetzt gut. Es ist halt jetzt ein AAA-Titel, sprich, es ist nicht mehr dieses Revolutionäre, ja, sondern das Rezept ist halt klar. Jetzt werden verschiedene Settings angegangen. Black Flag, ja, Black Flag zum Beispiel habe ich auch noch gespielt. Das war halt, kam ja mega gut an. Da haben alle gesagt, Alter, jetzt sind wir wieder da, wo es hingehen soll. Ich persönlich fand das vom Setting her sehr anstrengend und nicht gut, aber es kam ultra gut an. Ja, ich habe auch richtig viel Gutes gehört, aber ich. Und jetzt hier das in Ägypten, das war ja auch, kam ja richtig gut an. Dann das mit Griechenland kam ja auch ultra gut an. Man muss aber Valhalla sagen, war das meistverkaufte, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube. Also was mir an dem Spiel aufgefallen ist, ich habe das ja so ein bisschen nebenbei mitbekommen, weil Patty das gespielt hat. Oder immer noch spielt. Valhalla? Ja. Und es ist so buggy. Genau, es war am Anfang sehr verbuggt. Und ich weiß nicht, wie man das... Also mittlerweile müsste das gefixt sein, aber es war am Anfang ein bisschen verbuggt. Ich habe ja tatsächlich auch dazu ein Placement hier auf dem Kanal gemacht. Und hatte halt echt viel Spaß und fand's cool und hatte da auch keine Bugs. Aber das waren auch so, was ich jetzt im Nachhinein mitbekommen habe, das waren jetzt nicht so Game-Breaking-Bugs, es waren eher so alberne, dumme Bugs, oder? Ja, ja. Exactly. Das waren halt so Bugs, wo du diese... Also nicht so Cyberpunk-Bugs, wo du... Also Cyberpunk ist ja Next-Level-Buggy gewesen. Ja, das, ja. Diamond, geil, endlich. Ja! Oh, schönes Ding. Hast du die Glücksspitzhacke? Nee, die hole ich jetzt. Aber erstmal lege ich das frei. Besser ist das. Ja. Schön. Ach, keine Ahnung. Es ist Assassin's Creed einfach trotzdem bleibt legendär. Aber... Natürlich, ja. Ach, ich finde, es sind doch alle Spiele... auch jetzt die neuesten und so, auch wenn die jetzt nicht mehr der Überkracher sind vielleicht im Verhältnis zu damals. Das sind alle Spiele, mit denen man auf jeden Fall gut seine Zeit verbringen kann. Jo, ich glaube, Patty hat jetzt in Assassin's Creed Valhalla irgendwie 80 Stunden oder 90 Stunden. Also, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, das jetzt zu zocken. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Das ist zwar nicht mehr so dieses Traumspiel von damals, aber total solide, total gut. Jo, ja, kann man gut reingrinden, ist immer eine coole Story. So. Wo haben wir die oben, ne? Ich hab sie in meiner Hand. Achso. Wo bist denn du? Ich stehe hinten in der Ecke und versuche mein Glück. Hier. Danke. Also oder ja, die Folge heute ist absolut... Ist ein Podcast. Absoluter Podcast, Mann. Das ist auch mal ganz nett. Hart aber herzlich. Ich glaube, wenn das durch ist hier, machen wir Podcast aus. Der heißt aber einfach hart, aber herzig. Ja, und dann hört man einfach immer am Anfang. Die ist ja schon richtig abgenutzt. Scheiße. Jo! Kommt immer so ein Intro, Knackung. So ein Jingle. Und dann kommt so: So, Sterzig, schön, dass du wieder da bist. Ja, Max, Knackung. Man hört's und dann immer so synchron. Man hört es noch so richtig fließen. Ja, man hört dann nur so verkrampfte Geräusche. Es ist überall! Genau. Und dann geht's so richtig seriös einfach los. Ja, Leute, meine Axt ist kaputt gegangen. Ich werde jetzt nicht mehr... Also. Ja, 10 Diamanten waren das. Alter, heftig. Ja, heftig. Heftig. Mann, ich will doch... Also, dass ich hier nicht einmal etwas Besseres kriege als Schärfe 1, ist wirklich lächerlich. Soll ich mal? Es wäre so witzig, wenn bei mir... Ja, mach du mal, mach du mal. Ja, warte, ich muss jetzt kurz mal alles aus der Mine verlagern. Sollen wir auf die Zeit gucken kurz? Ich glaube, das interessiert mich jetzt mal. So, noch 20 Minuten. Die werde ich jetzt noch anders verbringen. Und Max macht jetzt nochmal kurz weiter. Dann hack Holz.
Ja, ich werde werd gleich heute. Diamanten sind hier drin, Walla. Meine Güte. Wo ich ein Eisen? Da? Zwei? Nur zwei? Na gut. Aber wir haben jetzt ordentlich Eisen auch nochmal. Ehre. Schönes Ding. Ja, schönes Stack. Ein bisschen wieder aufgestockt. Einen saftigen Stack, jo. Aufgestackt. Ich schmeiße immer so Steine und so hier jetzt ins Portal. Bist du der Steineschmeißer? Jo. Alter, bitte nicht ändern. bitte lass es. Ich meine das auch ernst jetzt. Ich tue die zu den Waffen, ne? In die Waffentruhe. Ach, da ist ja auch mein Schwert. Ehre. Genau, da habe ich es auch reingepackt. Habe ich dir auch gesagt. Ja, ist korrekt. Gut. Korrekt. Warte mal, okay. Gut, dann probiere ich mal mein Glück. Das wäre so witzig, wenn du es jetzt so in den ersten... Ja, ich verzauber jetzt erstmal, weil ich bin Level 30, 31 schon, scheiße. Ja, ist gut. Dann kannst du einmal switchen, wenn du Bock hast. Schutz 3. Okay, und Bogen. Haltbarkeit 3. Warte mal. Bogenhaltbarkeit 3 ist perfekt, ne? Oder? Ja, Haltbarkeit ist gut. Dann haben wir Power als Buch und Infinity, ne? Ja. Ja, perfekt. Ja. Easy, dann habe ich meinen Bogen. Wo ist Lapis Lazuli? Zack, geil. Und Stärke 4 ist drauf. Aber nicht Stärke 5. Ja, aber das überschreibt sich ja, ne? Ja. Ja, kann man sparen. Mach ich dann so, pass auf, ich werf dir die Tische runter. Viel Spaß. Liegen unter dir. Ich werf dir die Tische runter. So, wo sind hier die Bibliothekare? Ach, die kannst du einsperren, wenn du Bock hast. Nö. Okay, dann nicht. Ich brauche Bücher. Nein. Ich brauche Bücher. Wo haben wir Bücher? Ich werf dir welche runter. Gerne, in mein Maul. Alter. Ey, die boxen sich gegenseitig. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie ein Kampf. Die haben vielleicht Hunger oder so. Vielleicht wollen sie sich gegenseitig essen. Gerne. Vielleicht wollen sie sich gegenseitig essen. Kann ja sein, Digga. Unendlichkeit. Zack. So, und dann noch. Was hatten wir noch für Bogen? Power 5, ne? Stärke 5. Oder? Ja, ne? Kann man da auch noch rumfliegen. Nur welcher? Federfall? Alter, wie viele? Der hat einfach nur ein Bücherregal. Glück 3, dich brauchen wir gar nicht mehr. Schutz 4, dich brauchen wir auf jeden Fall noch. Dornen 2. Junge, wo bist du? Ja, wir müssen die einsperren, das sind zu viele. Scheiße. Wo bist du? Es sind zu viele, Sterzig. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Ey, ich finde den nicht. Sicher, dass wir... Wenn der weg ist... Der ist nicht weg. Hier ist er, Stärke 5. Der muss da irgendwo so... Oh, scheiße, ey, was mach so. Ich? So. Aber wenn wir Bogen Infinity haben, dann können wir theoretisch auch ein Monster fighten. Ja. Aber wir haben auch nicht viele Pfeile, also es würde auch gehen. Wir brauchen jetzt nicht dringend Infinity. So, wie nenne ich den Bogen? Amener. Amener. Für Ehre. Für Ehre. Ja, klingt gut, ne? So, wo war jetzt Eisen hier? Geil. Mache ich mir jetzt noch ein paar Äxte und dann gehe ich noch ein bisschen farmen. Alter. Wie das aussieht. Unendlichkeit, Stärke 5, Haltbarkeit 3. Es ist einfach nur nice. Pogas, auf meinem Bogen ist auch schon Stärke 5. Mir fehlt jetzt noch Infinity. Und irgendwie auch sowas wie Haltbarkeit. So, ich brauche jetzt nochmal Eisen, um mir eine Eisenrüstung zu machen. Kannst du mir ein bisschen was da reintun? Ich brauche erstmal wieder... Warte mal, ich bin Level 17. Kostet das Schmieden auch Level? Ja. Das kostet, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Folgen. Scheiße. Okay, dann... Das Ding ist, wir sind jetzt halt schon richtig stacked, Digga. Ja, ja, aber... Ich mache mir nochmal einen Helm. Du hast ja ein paar Diamanten gefunden. Ja, genau. Ich lege die Bücher ja auch in die Truhe unten. So, das heißt, ich baue jetzt die Pulte. Ja. Also, ich habe dir zwei gedroppt, zwei Pulte. Ja. Ich glaube, die Sonne geht schon wieder unter, oder? Der Bräu kommt hoch. Ja. Da kommt einer. Ja, was soll ich sagen? Die heutige Folge
Explosionsschutz 4. Ja, hatte ich auch schon, glaube ich, zweimal oder so. Ja, die gehen alle schlafen. Bitte sag einfach gleich, ist Schärfe da, ist mir scheißegal, dass... Jetzt erstmal schlafen, Sterzig. Ja, ja, ich bin unterwegs. Wir brauchen auch noch Betten. Alter, alles belegt. Hä, ich kann nicht. Jetzt. Oh Gott, irgendwas ist in meinem Gesicht. Ey, Prost übrigens. Prost. So. Bitte vortreten. So. Flamme. Das ist für den Bogen auch. Wir brauchen eine Schärfe. Was habe ich denn eigentlich auf meinem Rückstoß und Schwungkraft? Ja. Nehmt den Job. Ich weiß noch, wie ich auf unserer privaten Map einfach irgendwie zum dritten Mal Schärfe 5 bekommen habe. Und ich dachte mir so, Alter, ist ja easy. Jo. Meine Güte. Wieso wollt ihr nicht? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, so. Haltbarkeit 2. Das ist tatsächlich ganz gut. Also könnten wir gebrauchen, aber wir brauchen so unfassbar viel Level jetzt dafür dann. Ja. Irgendwie. Rückstoß 1. Das wäre so ein geiler Intro-Moment, wenn wir jetzt noch Schärfe kriegen, Digga. Weißt du, letzte Folge, in den letzten 10 Minuten kriegen wir alles, was wir brauchen. Oh, wir wollen nur noch Schärfe 4. Jetzt fehlt uns nur noch Schärfe. Selbst Schärfe 3, damit wäre ich jetzt fein. Ja? Ja. Das können wir dann auch noch easy craften. Eisläufer 2, cool. Endlich. Endlich. Boah, endlich. Ist hier auch, ey, wir müssen die einsperren, das geht so nicht. Es geht, es geht. Schwungkraft 2. Alter. Alter. Leute, Fluch des Verschwindens. Cool. Ah. Bitte, ich will einfach nur... Ich will einfach nur Schärfe. Bitte. Und. Bann 4. Mhm. Immerhin 4. Cool. Coole Sache. Bücherregal. Nein! Doch. Oh! Gib ihm. Schusssicher 1. Das ist halt wirklich ein Krampf, Mann. Was ist das? Was ist Schusssicher 1? Das ist für die Rüstung. Das ist schusssicher. Effizienz 1. Ja. Junge, Müll 1. Müll 1 würde ich sogar nehmen. Ich habe vorhin so einen Mending-Typen kaputt gemacht. Da werden sich die Kommentare auch wieder richtig aufregen, glaube ich. Da freue ich mich drauf. Ist mir egal. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Dienstag war. Ist mir egal. Ich will nur Minecraft. Was machst du jetzt gerade, Holzfällen? Oh, ich bin gerade richtig am Holzhasseln. Bisschen am Holzhasseln. Sog 3. Cool. Wir haben jetzt übrigens so viel Diamond, da könnte man sich überlegen. Glück des Meeres 3. Cool. Da könnte man sich überlegen, ob man nicht sogar eine Diamantaxt macht, um noch schneller Holz zu fahren. Ja, ich glaube, das bringt jetzt effektiv nicht so viel. Findest du, Digga? Ja. Nemesis der Gliederfüßer 4. Cool. Ähnlich. Trash. Trash. Das ist richtig Trash. Feuerschutz 2. Müll. Nemesis der Gliederfüßer kannst du Spinnen besser töten. Geil. Mhm.
Bücherregal. Also das Ding ist, wir sind halt schon richtig stacked bis jetzt. Behutsamkeit. Hast du Federfall schon auf deine Rüstung gepackt? Ich bin Level 17. Mhm. Also, nein. Ich bin Level 1. Schutz 1. Du bist Level 1. Ja. Scheiße. Ich meine, davon kommt man ja schnell wieder hoch, aber... Ja. Hast du schon alles einmal auf den Verzauberungstisch gelegt? Nee, ne? Der Helm fehlt jetzt noch. Okay. Feuer 1. Ja, dass die auch alle im Weg rumstehen müssen, ey. Ich hab so Bock, die zu dezimieren. Hm? Oh ja. Treue 2. Was ist Treue? Keine Ahnung. Es ist auch einfach scheiße alles. Ich will Schärfe. Einfach Schärfe 5 als Buch. Imagine, wie cool das wäre. Ja, macht Bücher. Ist voll effizient, Digga. Ich merke, wie ich degeneriere. Jo. Wir können wieder über tolle Themen reden. Ja, hast du noch was? Ich hab noch ein bisschen Zeit. Ja, du. Feuerschutz 4. Was ist das Erste, was du machen wirst, wenn Corona vorbei ist? Also das Ding ist, es wird ja jetzt nicht von jetzt auf gleich vorbei sein. Ja, aber wenn es heißt, okay, Leute, oder wenn du für dich selber merkst, okay, ja, geil, der Alltag, ja, irgendwann geht normal weiter. Irgendwann wird es den Moment geben, wo es heißt, es gibt jetzt keine Einschränkungen mehr. Genau. Und wenn du dich auch dann so fühlst und so sagst, okay, es kann normal weitergehen. Jo, ich glaube, dann werde ich erstmal all meine Freunde, Glück 3 ist krass, aber dann werde ich erstmal all meine Freunde zu mir einladen und mich mit denen auf recht intensive Art und Weise bearbeiten. Mhm. Das klingt richtig geil. Ich meine, ich, ja, hatte ja nochmal die Ehre, ganz am Anfang, letztes Jahr, ja, einmal dabei zu sein. Das, ja, war auch das letzte Mal. Also ja. Seitdem ist nicht, also viel das passiert. Ding ist, was, aber das war schon ziemlich nice. Das ist wirklich so für mich, so einfach Zeit mit Freunden verbringen, physisch. Oh ja. So für mich jetzt auch gar nicht. Zum Beispiel morgen kommt Jasmin hier ins Büro. Also Gnu. Ja. Und einfach dann so... Stärke 5? Nein. Einfach danach so oder nach dem Feierabend zu sagen, yo, genug, wollen wir ins Brauhaus? Ja, ja, genau. Einfach solche Sachen, oder? Nochmal einen saufen gehen. Nee, ich will Currywurst, Digga. Aber ja. Ne? Ja, oder auch mal mit Freunden mal wieder ins Kino, hätte ich auch, jo, mal wieder Bock. Das haben wir auch schon mal gemacht. Wir waren einmal zusammen im Kino, ganz am Anfang, ja, als ich hier gerade frisch hergezogen bin. Ja, ins Kino oder ins Restaurant. Jo, Restaurant. Wir beide waren zu zweit, wir hatten ein Date. Wir waren zu zweit im Kino. Nee. Wir haben eigentlich der letzte große Film, der vor Corona kam, Joker geguckt. Aber Tim war dabei. Stimmt, Tim war auch dabei, stimmt. Ja, ja. Ja, hä, hey, was ist gerade los? Die sind, ach, versammeln sich gerade auf dem Marktplatz. Der Marktplatz um die Glocke. Die stehen nur bei der Glocke. Leute, hier hin. Soll ich mal auf die Uhr gucken? Ja, kannst du machen. Die Folge ist bis jetzt richtig deprimierend. Ja. Also, wir haben nicht wirklich irgendwas geschafft. Es ist halt jetzt wirklich stumpf mittlerweile. Also, ey, es sind auch einfach zu viele, Digga. Wir hätten so viel noch schaffen können, wenn wir einfach am Anfang Schärfe gehabt hätten. Ja, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Glück. Ich meine, dass wir einfach einen Dude brauchen, der die ganze Zeit... Hast du mal dein Schwert einfach mal auf den Tisch gelegt? Kommt da vielleicht Schärfe? Das ist ja schon verzaubert mit Rückstoß und Schwungkraft. Weil wir ja gesagt haben, wir holen uns ein Schärfebuch. Geil. Ja. Leute, jetzt geht an den scheiß Pult. Bitte. Weißt du, was auch richtig traurig ist? Ich war noch nie auf der Gamescom. Ja, sowas, also Events mit euch. Ich war noch nie auf der Gamescom. Ding ist, und wir fangen hier bei Instinct an mit Junior-Influencern und bilden die so aus und führen die so ins Leben des Influencers.
Und die, also bei Sterzig ist es so traurig, weil der zieht hierher, Riesenabenteuer für sein Leben, komplett alles wird umgestülpt. Corona. Und er hockt, also es ist nur Corona, er kennt Spandau gar nicht. Ja, es ist einfach sad. Also zwischenzeitlich war man dann mal kurz bei einem Griechen oder so und dann einmal im Brauhaus. Ja, so im letzten Sommer, wo dann... Genau, wo halt so gar nichts, Spandau war. Wo Corona so gefühlt in allen Köpfen schon fast besiegt war. Und war es ja nicht, aber ne. Man Schnellladen 2. Ja, das hatte ich auch schon 6 Mal. Ich werde hier sauer, wenn ich allein diese Namen... So, bitte schlafen. Ich pflanze mir kurz ein paar Bäume neu. Ja, gerne. Ja, und da war dann wirklich so, okay, dann geht man mal was essen, aber so wirklich irgendwie, nee, also es ist einfach traurig. Ja. Ich wäre super gerne mal auf der Gamescom, ich habe mich richtig auf die Gamescom gefreut, weil ich wusste so, okay, ich fange jetzt bei Instinct an. Er kommt aber bestimmt mal zu Gamescom, relativ ja, schnell. Die erste Gamescom ist auch einfach ein Erlebnis, ne? Ja, yeah. Ich wollte da auch schon immer als Besucher hin. Ja, glaube ich. Aber irgendwie... Naja, Alter, das ist einfach so witzig, wie du da liegst. So. Ich guck mal auf die Uhr. Noch 8 Minuten. 7. Bist du noch da? Ja. Voll 3. Och Mann, jetzt gib doch Schärfe, Bruder! Guckt überhaupt noch wer zu? Mann, ey. Ja. Vollschutz 2. Mann, es kann doch nicht so schwer sein, Schärfe zu kriegen. Bücherregal. Ich habe irgendwie... Also ein Stück... Wollen Sie wieder nicht. Oh. Nein, ich habe ihn mit der Axt gehauen. Oh. Harpune 3. Es ist halt so useless alles. Junge, gib doch einfach Schärfe 2. Oder einfach Schärfe 5 direkt. Ich bin richtig sauer. Merkst du es? Mm. Schnellladen 2. Das wird einfach nicht passieren. Ich hab echt das Gefühl. Also nicht mal Schärfe 1. Ich bin sauer. Bücherregal. Das ist immer das Beste, wenn er so ein Smaragd ist und dann so Bücherregale und ein schönes Stück Papier auch noch. Durchschuss 3. Oh. Axis alle. Oh, ein Level nochmal. Level 5. Entladung ist das. Was ist Entladung? Ich habe keine Ahnung. Allein wenn ich das Wort höre, wäre ich sauer. Ja, egal. Wie trocken immer so. Ja, egal. Glück des Meeres. Ja, was mache ich hier gerade? Ich schätze, Glück des Meeres, ey. Ja, ja, geil. Glück des Meeres. Dornen 1. Cool. Geil, ne? Oh, halt, Schärfe. Ich weiß, er kommt. Schärfe 4. Sicher? Ja. Ja! Eher nur so. Ha? So, den baue ich jetzt ein. Gott sei Dank. Meine Fresse. Wie kostet ich das? Ich habe ihn eingebaut. Gut. Wie spawnt der? Nö, oder? Nee, er muss Zugriff auf seinen Tisch haben, um die Angebote zu erneuern, soweit ich weiß. Das heißt, ich spähe. Ich spähle mal lieber nicht ein. Ist mir gerade ein bisschen zu risky. Brauche eine Spielzeit. Gott sei Dank.
Wollen wir das nochmal stagen für Intro? Oder? Wollen wir das nochmal. Also nein, wir machen noch Shit-Intro. Achso, oder? Ja, ja, dachte ich. Also, ja. So, weißt du, so auf. Das ist gar nicht gut. Geil, oder? So. Guck mal, ich hab ein bisschen getradet jetzt. Das ganze Holz, was ich gesammelt habe. Und ich war ja Level 1, ne? Ich bin jetzt schon wieder Level 15. Ja gut, aber die ersten Level gehen schneller, oder? Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber das ist schon mal. Ich kaufe das Buch jetzt zweimal, ja? Jo, gerne. Ja, dafür brauche ich ein scheiß Buch. Für dich auch noch zweimal, ne? Wieso zweimal? Nein, nein. Achso, doch, ja, Fisch. Ja, gerne zweimal, genau. Jeweils zweimal. Gott, hat das lange gedauert. Aber nächste Folge können wir vielleicht sogar schon durchstarten dann. Wir haben nicht genug Smaragde. Gib mal Smaragde. Ja klar, haben wir genug Smaragde. Nur für drei. Hier kostet 1,52. Ja, 64, Digga. Abfahrt. Habe ich gerade ertradet für uns. Okay. Dann, ja, geil. Einfach nur geil. Geilo Family. Was? So. Jetzt, was kostet das im Amboss? Gar nichts, ne? Im Amboss? Doch. Level, aber nicht Smaragd, oder? Nee, das kostet Level, ja. Mhm. Aber eigentlich, also, es kostet nichts, aber es kostet Level. Ich weiß auch nicht, wie viel Level. Sechs Level. Diamantschwert. Wie heißt es? Hanauer Schnitter. Das kostet mehr, ne? Wenn 7, ja. Echt? Ja. Egal, das. Oder? Ja, egal. Der Amboss ist kaputt. Ja, dann bau schnell 9, Digga. Alter, Leute, guckt euch dieses Schwert an. Ja, du hast ja noch das Feuerzeug drauf, ne? Verbrennung 2, Plünderung 3, oh, Schwungkraft 3, ja. Schärfe 5. Oh ja. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt wieder Smaragde, damit ich noch meinen Bogen mit Infinity und so machen kann. Wie viel Angriffsschaden hast du mit deinem normalen Schwert? Ich habe gerade Angriffsschaden 7. Ja, ich habe 10. Auf halt Verbrennung gut. Zählt er, glaube ich, nicht rein. Nee. Kannst du mir meine Bücher geben? Ja, klar. Klar. Smaragde. Ja, heftig. Heftig. Diamant hast du gerade, ne? Hast du noch genug Level für Sachen? 5. Okay. Okay. Ich würde jetzt Diamantaxt machen. Meinst du? Oder? Meinst du, wir brauchen das wirklich? Wofür brauchen wir sonst noch die Diamanten? Vielleicht irgendwann für Reparatur. Also für etwas. Also außer wir machen jetzt irgendwo Mending drauf oder so. Weil wenn, bist du dir sicher? Also ich weiß nicht. Ich würde sie lieber behalten, glaube ich. Weil die paar Sekunden können wir uns auch sparen. Ja, okay. Okay. Hattest du mir jetzt das Ding gedroppt? Also Schärfe? Ja. Nee, Schärfe ist hier unten. So, ich mach jetzt nochmal Federfall drauf, ja? Dann gib mir jetzt Schärfe. Komm, gib mal her hier. Gib her hier. Ja, was soll ich dir geben? Schärfe. Unten in der Truhe. Warum gibst du mir das nicht so? Junge, du Bauer. Du Bauer. Ich guck mal, was mein Helm jetzt kriegen würde. Schutz 4. Geil. Ja, würde ich einfach aufmachen dann. Oh, raus. Reparieren. Na gut. Gut, das war's. Also wir haben immerhin es irgendwie geschafft. Und klar, es ist super viel Zeit, wo wir ja auch hätten leveln können, draufgegangen. Beim Buchständer auf- und abbauen. Mhm. Aber am Ende des Tages haben wir jetzt Schärfe 4. 5 wäre besser, aber gut. Brauchen wir halt nochmal 4 Level mehr, glaube ich. Weil die beiden 4er Bücher zum 5er zu machen, hat, glaube ich, 4 Level eben gebraucht bei mir. Oder 5. Nee, 5. Hm. Ja. Also ab jetzt brauchen wir nur noch Holzhacken. Ja, also was mir jetzt noch... Also wir haben jetzt halt... Nur noch Holzhacken, mehr das, nicht. Das Wichtigste für uns ist jetzt, wir haben das krasse Schwert jeweils, was echt ordentlich Damage macht. Dass wir einen krassen Bogen haben, der ordentlich Damage aus Range macht. Und dass wir eine krasse Rüstung haben, wo überall Schutz 4 drauf ist. So. Wenn wir das haben. Ja, ein Federfall. Also, genau, das habe ich zum Beispiel schon. Wenn wir das alles haben, dann kann es losgehen. Und dafür brauchen wir Level und Smaragde.
Also Holzhacken kriegen wir beides. Durchs Traden dann. Genau. Also wir gehen jetzt nächste Folge. Einfach in den Wald. In den Wald und hacken unnormal viel Holz. Speedrun hacken. Versuchen uns, genau, Speedrun hacken. Können da gerne einen Timer oben rechts hin machen. Und dann werden wir unnormal viel Holz grinden. Uns die letzten Verzauberungen raufballern. Also ich bin eben gerade mit ein bisschen Traden auf, ja, Level, auf Level 20 gekommen. Einfach mal so fix. Ja, aber ab 25 wird es dann deutlich langsamer. Ja klar, aber es geht schon echt schnell mit Traden, muss ich sagen. Dafür, also für den Aufwand, den ich glaub jetzt ich. Da betrieben habe, mit ein bisschen ja, Holz. Also es ist halt eintönig. Wir müssen uns wieder irgendwas überlegen. Passt auf. Wird die Folge released, bevor wir aufnehmen? Wir sind ja gerade ein bisschen am Vorproduzieren wegen den Feiertagen. Ja, wenn wir jetzt Montag... Schon, oder? Wenn wir Montag zum Beispiel aufnehmen, dann ist ja auch schon. Okay, dann schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Lass FAQ machen, Sterzig. Ja, wir machen FAQ. Die Top-Kommentare schreiben wir uns auf den Zettel. Jeder nimmt sich eine Frage und dann wechseln wir uns einfach ab. Ja, ein paar. Also worüber wir reden wollen, was ihr wissen wollt. Ja. Ja, und das kann alles Mögliche sein. Ja. Cool. Kann auch eine Story aus unserem Leben sein. Ja, fragt uns einfach Sachen. Ich schreibe das, glaube ich, nochmal als Top-Kommentar hin, damit die Leute es auch sehen, die jetzt die Folge nicht zu Ende gucken. Aber ihr solltet immer schön die Folge zu Ende gucken, Freunde. Ich sage euch, wie es ist. Genau wegen solchen Sachen. Ne? Ey, wenn ihr die Folge bis jetzt geguckt habt, schreibt Hashtag... Oh, immer diese YouTuber, die am Anfang sagen, schaut die Folge bitte um, schaut das Video bitte unbedingt zu Ende. Weil am Ende gibt es nochmal richtig eine krasse Info. Ey, und wenn ihr das Video bis jetzt geschaut habt, dann schreibt Hashtag... Hashtag... Sakrotan! Hashtag Sakrotan in die Kommentare, Freunde. So. Und lasst ein Like da. Und lasst ein unbedingt Like da. Wer liked, kriegt ein... So. Bei 50.000 Likes? Ja, bei 50... Neues Video. Can we smash that 50.000 Likes? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Freunde. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Henno. Uncut. Und ja, bis dann, Minecraft-Freunde. Ich habe jetzt auch ausgetrunken. Tschüss. Oh ja.